Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nochmal eine Rezension von mir und zwar zu dem Buch Game of Gold von Shelby Mahorin. Dieses Buch habe ich vom HarperCollins Verlag als Rezensionsexemplar bekommen, also vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, ich erzähle euch einfach jetzt mal direkt, wo es geht. Es geht um Lou und Lou ist eine Hexe und führt aus einem bestimmten Grund ein Leben als Gejagte. Sie wird von jemandem gejagt und ja, deswegen ist sie quasi ständig auf der Flucht, immer auf Vorsicht aus. Und ja, dann trifft sie irgendwann auch noch zu einem Überfluss auf den Hexenjäger. Und ja, die Hexenjäger, muss ich nicht viel zu sagen. Die hassen Hexen, die verabscheuen die, die sind der Meinung, dass Hexen Dämonen sind und halt sterben müssen. Und sobald die eine Hexe auf dem Schirm haben, wird die gefasst und quasi, ja, kommt auf den Scheiterhaufen und wird dort verbrannt. Und ja, Lou begegnet dann einem solchen Hexenjäger und hat natürlich nicht besonders viel für ihn übrig, doch wegen, ja, nicht so glücklicher Umstände wird sie dann gezwungen, ihn zu heiraten und ja, zieht dann auch noch in einen Turm voll von denen. Und ja, was alles passiert und wieso, weshalb, warum sie dazu gezwungen wird, das müsst ihr natürlich selber lesen. Und ja, jetzt kommt meine Meinung dazu. Erstmal, ich finde das Cover wunderschön. Ihr seht das leider nicht so gut, schätze ich, weil das hier wegen meinem Licht doch sehr am Schimmern ist. Aber okay, es ist wunderschön, das Cover. Und ich muss sagen, mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Also ich mochte die Story sehr gerne. Ich habe noch nie was mit Hexen gelesen, deswegen war es was Neues für mich. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss, halt, weil ich noch nie was davon gelesen habe. Ich wusste nicht, ob es mir gefällt. Und dann auch so mit Hexenjäger und Hexen auf dem Scheiterhaufen. Da war ich mir nicht so sicher. Habe mich natürlich dann gefreut, dass ich das Buch bekommen habe und es deswegen lesen konnte. Und ich muss sagen, mir hat dieses Ganze, mir hat das Setting unglaublich gut gefallen. Mir hat die Story gut gefallen. Also das, worum es dann geht. Auch wenn es ein bisschen, sag ich mal, in Anführungsstrichen gedauert hat, bis man wirklich erkannt hat, worauf das Ganze hinaus möchte. Es hat mir super, super gut gefallen und ich denke, ich werde definitiv, wenn ich, je nachdem, ich muss mal schauen, könnte ich mir vorstellen, dass ich nochmal was mit Hexen lesen würde, weil ich das echt gerne mochte. Es hat mir gefallen, auch so dieser altmodische, sage ich jetzt einfach mal, Gedanke dieser Menschen hier mit diesem Scheiterhaufen und sonst was. Also das war echt, das hat mich beeindruckt. So, was hat mir nicht so gut gefallen? Mir hat zum einen nicht so gut gefallen unsere weibliche Protagonistin Lou. Vor allem am Anfang, sie hat mich sehr genervt, weil sie ist halt so ein Draufgänger-Girl, so ein Bad-Girl. Aber ich muss sagen, sie war mir einfach too much Bad-Girl. Also ich mag Bad-Girls richtig gerne, ja. Ich mag die, wenn die so draufgängerisch sind, wenn die sich nichts sagen lassen. Ich finde das cool, ich finde das nicht schlecht. Ne? Versteht mich nicht falsch, aber mir war das hier einfach zu viel. Ich hatte so das Gefühl, dass es total aufgesetzt war und ja, dass man einfach zeigen wollte, wie tough sie doch ist und einfach übertrieben hat. So war mein persönliches Empfinden. Ich muss sagen, hinterher fand ich das nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe das aber am Anfang sehr, sehr schlimm empfunden. Besonders, ja, kann ich jetzt nicht so viel sagen, spoilere ich euch. Ich habe es halt am Anfang, ich sag mal so die ersten 100 bis 150 Seiten, habe ich das extrem empfunden. Das hat mich auch sehr gestört, weil es mir einfach zu viel war. Ich habe dann schon gerne, wenn die Protagonistin trotz ihres toughen Daseins noch eine weiche Seite hat und die auch mal nach außen hin zeigt und nicht einfach die ganze Zeit nur so auf Karambo ist. Und ja, das war sie für mich irgendwie und das hat mir leider, leider nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Der männliche Protagonist hingegen, der war mir zu wenig. Sie war too much, er war zu wenig. Er hätte für mich ein bisschen härter sein können, er war schon verweichtlich. Ich mag auch mal die Soft Guys, ja, also ich mag es auch, wenn die ja richtig herzlich und alles sind, aber er war mir einfach so ein, ja, er war so ein bisschen lappenmäßig. Ich fand den nicht gut, also der war so. Da war auch so das Gefühl, dass man versuchen wollte, dass er zwar so schon so ein Bad Guy ist, aber es hat nicht geklappt. Also in meiner Sicht, ja. Also die Charaktere, die waren so, ich muss sagen, das war am Anfang extremer als zum Ende, beziehungsweise von der Mitte des Buches hin. Da war, habe ich es nicht mehr so extrem empfunden. Da ging es eigentlich, aber ja, bis zur Mitte des Buches
war das, kam ich mit den Charakteren nicht so mega klar, was auch der Grund dafür war, warum ich die Connections zwischen den beiden einfach nicht spüren konnte. Also das, was einem vermittelt werden möchte, dass die beiden irgendwann, wann auch immer, dann doch vielleicht eventuell Gefühle füreinander entwickeln, das kam bei mir leider nicht an. Vor allem von ihrer Seite so gar nicht. Von ihrer Seite noch weniger als von seiner Seite. Das kam leider gar nicht bei mir an und das fand ich so, so schade, weil es eine super coole Geschichte ist und ich mochte die Story gerne, vor allem auch am Ende. Ich sag mal so, die letzten 50 bis 100 Seiten, die waren so unglaublich spannend. Ich habe die am Stück durchgelesen, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Es war einfach super, super spannend. Aber ja, das hat mich so ein bisschen gestört. Ich muss sagen, das Buch hat so keinen riesigen Cliffhanger. Es endet halt spannend, dass man auf jeden Fall wissen möchte, wie es weitergeht, weil es gibt ja einen zweiten Band. Habe ich gesehen, im Englischen auf jeden Fall. Im Deutschen habe ich da noch nichts gesehen. Und ich möchte auf jeden Fall schon wissen, wie es weitergeht, weil ich sag mal so, jetzt gerade wird es erst richtig interessant. Das war schon so eher so alles die Einführung und es hat alles zu etwas hingeführt. Und jetzt würde ich so sagen, geht so die Hauptstory los. Und deswegen würde ich auch unglaublich gerne weiterlesen. Dieses Buch ist für mich so ein Mittelmaßbuch. Ich glaube, ich würde dem so, keine Ahnung, 3 Sterne oder so geben. Ich tue mich da immer schwer mit dem Einschätzen. Aber es war so ein Mittelmaßbuch. Leider haben mir die Charaktere nicht unbedingt gepasst, obwohl ich die Story super, super cool fand. Und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein mit meiner kurzen und knackigen, vor allem knackigen, ne? Geiles Wort. Rezension. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch kennt und ob ihr es schon gelesen habt, beziehungsweise ob ihr es vielleicht vorhabt. Und ihr könnt mir auch mal gerne eure Meinung schreiben, wenn ihr das kennt. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!